zu merken, dass in diesem Dazwischen irgendwas passiert, was dann aber mein effektives Tun verändert. Zwischen jetzt und irgendwann, wenn du das aus dazwischen anschaust, ist alles Zukunft. Da merke ich nicht diesen lebendig werdenden Raum. Mood Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen beim Mood Talk, heute in einer ganz speziellen Folge. Ich habe heute vor, etwas ganz, ganz anderes zu machen, als sonst in den Mood Talks passiert, und freue mich sehr, Elfie Czerny und Dominik Godard heute zu Gast zu haben. Und ja, vielleicht ist zu Gast auch gar nicht der richtige Eindruck oder Ausdruck, weil das vermittelt so wieder eine bestimmte Rolle. Wir drei haben neulich geplaudert und haben uns ausgetauscht auch über unser Podcast-Host-Dasein, wo wir eigentlich gerne Gespräche führen würden und es meistens doch in Interviews ausartet. Und wir haben alle drei festgestellt, wir haben eigentlich große Lust auf ein wirkliches Gespräch. Und zwar auch auf ein mutiges Gespräch, wo wir keine Ahnung haben, was passiert, was herauskommt, wo wir keine Vorbereitung in dem Sinn gehabt haben, wo man uns beim Nachdenken zuschauen kann, vielleicht, und zuhören. Und wo wir auch gesagt haben, vielleicht kommt nichts dabei heraus. Es ist ein Experiment, auf das ich mich unglaublich freue. Danke, dass ihr dabei seid und bereit seid, mitzumachen. Ja, danke, Ira. Das ist mega cool, dass wir das mit dir gemeinsam machen dürfen. Und ja, wir freuen uns schon zu sehen, was wir da halt gemeinsam entdecken werden. Sehr, sehr gerne. Super. Vielleicht nur als ganz kurzer Einstieg. Wir haben uns schon ein Thema unter Anführungszeichen vorgenommen. Und zwar möchten wir heute über dazwischen sprechen oder das dazwischen. Ich bin mir ja noch gar nicht sicher, ob es beides ist oder eins davon. Ich finde, allein das macht schon einen Unterschied. Dazwischen, zwischen Dingen, die wir meistens wahrnehmen als die wichtigen, sei es Personen, A hat eine Meinung, B hat eine Meinung, und die prallen aufeinander, seien es Dinge, die wie Eckpfeiler im Raum stehen, auf die wir uns konzentrieren, die wir für wichtig halten. Und wir sind in unserem Gespräch und im jeweiligen Nachdenken irgendwie draufgekommen, eigentlich ist das, was dazwischen ist, egal ob das jetzt ein Hauptwort ist oder vielleicht ist dazwischen auch ein Verb, super spannend. Und über das wollen wir uns heute unterhalten. Und ich möchte mal gar nicht mehr dazu sagen, sondern auch gleich wieder an euch übergeben und schauen, was sind so eure Einstiegsgedanken dazu, warum habt ihr es reizvoll gehalten, mitzumachen und auch gleich aus diesem Fragemodus rausgehen. Also ich als... Ja, ich bin total inspiriert gewesen, wo wir uns, ich glaube, letzte Woche war das, wo wir kurz so über diese Idee gesprochen haben, uns über das Dazwischen zu unterhalten. Und Ira, du hast ja gesagt, so hey, ich würde gerne mal über das Dazwischen auf einem Podcast sprechen und in einem Podcast sprechen. Und ich habe da sofort total Resonanz gespürt, weil ich ja so deine Begeisterung gespürt habe und auch meine dafür. Und ich habe jetzt so, ja, mich hat das sehr begleitet in der letzten Woche, das Dazwischen, und auch so immer wieder mal diesen Blick auf das Dazwischen zu lenken. Und ich bin da so auf einen Gedanken gestoßen, eine Freundin hat mir genau so meinen Blick auf das gelenkt. Und zwar hat sie so erzählt, bei uns in der Musik, in der westlichen Welt, gehen wir davon aus, dass Rhythmus durch die Töne entsteht. Und in asiatischen Kulturen geht man davon aus, dass Rhythmus durch das Dazwischen entsteht. Und das hat mich mega inspiriert, so zu merken, ja, ich kann eben so diesen Blick auf das, was ist, lenken. Und ich kann aber den Blick auf das, was nicht ist, lenken. Und letzten Endes ist es die Kombination aus beiden in irgendeiner Form, die dann auch so ein Ganzes ausmacht. Und ich glaube, wir sind es einfach irrsinnig uns gewohnt, auf das zu schauen, was ist,
und nicht so sehr unseren Blick auf das zu lenken, was dazwischen ist. Und ich finde, das ist aber so ein Raum von Möglichkeiten und das spricht mir einfach irrsinnig an, weil ich einfach Räume von Möglichkeiten liebe. Ja, wir haben uns so unterhalten, wir gehen ja in der Früh oft spazieren und eben dazwischen, also zwischen dem letzten Mal und diesem Mal, haben wir da uns über das Dazwischen unterhalten und dann sind wir plötzlich so vor einem Haus gestanden, also vor zwei Häusern gestanden und dann haben wir so ein Haus gesehen, das andere Haus gesehen und das dazwischen und haben uns da gefragt, ja, was macht eigentlich das Dazwischen, das Dazwischen? Das Dazwischen macht ja das Dazwischen, dass da zwei Dinge sind und dann eben etwas dazwischen. Und wären die zwei Dinge nicht da, wäre das Dazwischen nicht da. Und wäre das Dazwischen nicht da, wären die zwei Dinge natürlich auch irgendwo nicht da. Und das hat uns dann fasziniert, so eben, wie so drei Sichtweisen haben wir da entdeckt. Die eine, wir können auf die Dinge schauen, also Haus, Haus und Dazwischen. Wir können dazwischen schauen, als zweites, oder? Wir schauen also die Dinge an, das Haus an, oder wir schauen das dazwischen an. Und das dritte ist, wir schauen die Gesamtkomposition an, weil das dazwischen, in dieser Gesamtkomposition ja nur das dazwischen ist. Und das hat uns sehr, sehr fasziniert, einfach auch diese Wahl zu haben des Blickwinkels. Welchen Blickwinkel nehmen wir da ein? Schauen wir auf die Dinge, die da sind, oder auf die Schläge beim Rhythmus, schauen wir auf das Dazwischen oder schauen wir auf das Gesamte? Und ja, meistens, glaube ich, haben wir natürlich so, ja, das ist die Rhythmuserfahrung, das ist natürlich dann diese Gesamtkomposition. Wenn nur die Stille wäre, wäre der Rhythmus nicht da. Oder wenn nur die Schläge, also Schläge ohne dazwischen, kann man sich, ja, vielleicht, ja, nur Schlag da. Aber die Gesamtkomposition, die es halt eben dann ausmacht, das war so etwas ganz Spannendes. Und wir haben uns auch ganz viel noch über Sprache unterhalten, über was heißt eigentlich dazwischen, was verstehen wir darunter, und da hat es auch ganz, ganz viele spannende Gedanken gegeben. Ihr habt jetzt schon wieder bei mir ein Feuerwerk an Dingen im Kopf ausgelöst, was mich sehr überrascht, weil wir nehmen das auf relativ früh am Vormittag, was für mich sehr ungewohnt ist. Da ist normalerweise so zwischen meinen Synapsen nicht viel, passiert nicht viel. Die sagen dann eher so, lass mich in Ruhe. Aber da war schon so viel Spannendes dabei. Mir ist jetzt eingefallen, wie du über die Häuser erzählt hast und zwischen den Häusern. Ich glaube, da gibt es auch so eine Stelle bei Kurt Tucholsky über das Loch, ja, und wo dann irgendwie sagt, Loch alleine kommt nicht vor, so leid es mir tut. Ja. Und weil schon, also Musik öffentlichen Raum, Straßenraum und so weiter angesprochen habt, mir ist auch als Weltraumbegeisterte eigentlich das Weltall eingefallen, wo im Grunde genommen das Dazwischen jetzt alleine im Sinn von eigentlich Schwerkraft so unglaublichen Unterschied macht. Ja. Weil sich jetzt die Himmelskörper allein für sich, die sind quasi nicht denkbar, ja, sondern die Einflüsse, die sie aufeinander haben und das, was dazwischen entsteht und sie in ihren Bahnen und ihrem quasi Tun ausmacht, wäre für mich auch so ein Beispiel, also zusätzlich zur Musik und so weiter. Mhm. Den Rest habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber es ist... Ja, vielleicht so ein Aspekt, der also uns also jetzt nur also eingefallen ist wie im Sport zum Beispiel, oder wenn ich jetzt einen Muskelaufbau machen möchte, dann tue ich vielleicht irgendwie Liegestütz machen und trainiere fest, und das, wo aber eigentlich der Aufbau passiert, ist in der Zeit zwischen den Trainings, in den Pausen, oder? Und ich habe so, also jetzt mit für dieses Magazin, was der Dominik und ich herausgeben, da haben wir jetzt, also habe ich so über die Wim Hof-Methode, die ich trainiere, einen Beitrag geschrieben, und da ist so um Stress eben auch gegangen und so diese, also auch da zu sehen, wie wichtig eben dieses Dazwischen ist, wenn wir jetzt so ständig im Tun sind, dann auch diesen Ausgleich von Pausen zu schaffen und nicht immer schon aufs Nächste fokussiert sein. Oder auch beim Schreiben selber, der Wert davon, etwas zu schreiben und das dann wegzulegen und dann
nur einmal an das Thema ranzugehen und zu merken, dass in diesem Dazwischen irgendwas passiert, was dann aber mein effektives Tun verändert und auf was Neues entstehen lässt. Mhm. Und das finde ich einfach so extrem faszinierend, weil ich für ganz lange Zeit eigentlich immer mehr so aufs Tun fokussiert war. Und so gemerkt habe, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt muss ich irgendwie da was schreiben und dann setze ich mich hin und schreibe und schreibe und schreibe, oder? Und dann im Schreiben passiert das. Aber die Idee, dass ich das jetzt einfach einmal dann für einen Tag liegen lasse und mich dann noch einmal hinsetze und dann vielleicht noch einmal von vorne zu schreiben beginne und feststelle, hey, wow, cool, das sind jetzt viel brillantere Gedanken als davor. Und es ist aber... Das ist erst möglich geworden durch das, dass ich am Vortag was gemacht habe und dass da ein Dazwischen war. Und das finde ich extrem faszinierend. Und der Jon Kabat-Zinn, von dem habe ich vor Jahren einmal ein Buch gelesen und da hat er so über Achtsamkeitsmeditation klarerweise geschrieben, das ist ja sein Thema. Und da hat er so geschrieben, ja, er hat halt so meditiert und dann hat er aufgehört. Und dann hat er also irgendwie erst Monate später wieder weitergemacht. Und das war sein größtes Learning im Meditieren überhaupt, nämlich dass dieses Dazwischen, das Nichtstun, also das sogenannte Nichttuns, oder? Und halt vielleicht auch so weg von der Routine und jetzt ist alles fürchterlich und ich habe nicht weitergemacht. Und er sagt aber so, nein, das war ein Moment, wo er dann wieder angefangen hat, dieses Dazwischen, das hat so einen Unterschied gemacht, weil er in eine ganz neue Praxis gekommen ist. Und das, ja, das ist so jetzt für mich so in der Woche irgendwie so wieder so aufgepoppt. Und das lässt mich im Moment so das Dazwischen so genießen. Also danke, Ira, das ist einfach mega cool. Ja, das, also mich fasziniert das jetzt gerade, das finde ich extrem spannend, dass wir ja eigentlich alle von, also demselben Wort von ganz anderen Dingen sprechen. Also der Ludwig Wittgenstein hat gesagt, dass die Bedeutung von Worten ja durch ihre oder in ihrer Verwendung entstehen. Und das Beispiel von Messen, oder wenn wir messen, so ein Meter messen, also eine Länge, Distanz messen, das ist ganz eine andere Tätigkeit, das ist ganz anders, wie wenn wir Temperatur messen. Das hat eigentlich fast nichts miteinander zu tun. Aber es ist Messen, beides ist Messen. Oder wenn wir Zeit messen, geht es ganz anderes, was wir da eigentlich tun, aber das gleiche Wort dafür. Und beim Dazwischen ist es ja auch so toll. Oder wir haben ja jetzt, wenn du sagst, wenn wir jetzt das Hausbeispiel, da haben wir dazwischen eine räumliche Dimension. Dazwischen. Elfi hat jetzt eine zeitliche Dimension. Dazwischen im Schreiben und dann weglegen, die Zeit dazwischen sozusagen. Also verschiedene Dazwischen, also verschiedene eigentlich ganz unterschiedliche Dinge, die wir aber im gleichen Wort benennen. Und trotzdem, oder vielleicht auch mit dem, ist es extrem faszinierend, dass all diese ganz unterschiedlichen Dazwischen, also die können unterschiedliche Namen für das haben. In anderen Sprachen haben die Dazwischen, die wir das Dazwischen nennen, vielleicht ganz andere Namen. Vielleicht hat ein zeitliches Dazwischen eine andere Bedeutung, einen anderen Namen als ein räumliches Dazwischen. Und wir haben in unserer Sprache einfach ein Wort dafür. Also ganz unterschiedliche Dinge, wir benennen sie genau gleich. Und mit dem sehen wir natürlich dann so diese Verbindungen. Und was mich da fasziniert, ist so diese Verbindung dieser Elemente, kann man vielleicht sagen, also diese eben Haus dazwischen, Schreiben, Schreiben dazwischen, Planet dazwischen. Und so diese, ja, vielleicht kann man sagen, Verbindung. Und ich wollte Wechselwirkung sagen vorher. Aber Wechselwirkung ist eigentlich nicht ein Dazwischen, sondern wir haben gar keine Worte für das Dazwischen. Weil das, was zwischen uns entsteht, das entsteht ja durch das, was wir zusammen machen. Also entsteht ja nicht durch jemanden, auch nicht durch alle und durch das Dazwischen eben. Und das finde ich noch spannend, dass diese Worte, ja, die uns wie fehlen für das Zwischen unserer Sprache. Und ich finde es noch spannend, gibt es Sprachen, die dafür, dass sie vielleicht eher das Dazwischen beschreiben, als das was quasi das Objekt, das Element. Ja. Hm. Ich habe auch über die Sprache und Begriffe für das Dazwischen nachgedacht, während ihr gesprochen habt. Und bei mir ist der Eindruck entstanden, manchmal haben wir Begriffe dafür, zum Beispiel bei der Musik, die Pause,
oder auch beim Training, vielleicht Trainingspause oder wir bezeichnen es als Ruhephasen. Und was ich daran interessant finde, ist, dass ja im Grunde genommen aber durch diese Begriffe auch wieder diesem Dazwischen eine bestimmte Funktion zugeordnet wird. Und damit wird das Dazwischen ja sehr determiniert und es könnte vielleicht auch andere Dinge können, tun, machen, bewirken, wechselwirken oder für sich stehen. Und ja, und auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, für vieles dazwischen gibt es gar keinen Begriff, was es auf der einen Seite spannend macht, weil es eben noch nicht determiniert ist und gleichzeitig vermutlich auch dazu führt, dass man sich weniger darüber Gedanken macht oder austauscht, weil es halt noch keine Begriffe gibt. Ja, und ich finde, was Elfi sagt, ein Raum der Möglichkeiten so schön. Ja, was mir jetzt noch einfällt zu dem, Ira, was du jetzt da gesagt hast, so, also dazwischen, ich habe jetzt mal so gehört, also eben, was ist das, ist ja, also interaktionell zum Beispiel wird ja Zwischenaktion heißen und das ist das, was zwischen uns passiert in einem Gespräch jetzt zum Beispiel und das ist ja eine der Faszinationen von Dominik und mir, also auf Gespräche mit einer interaktionellen Sichtweise zu schauen. Und was wir da immer wieder entdecken, ist wirklich, dass uns da die Worte fehlen, weil wir sind es einfach gewohnt durch, ich glaube, so die Art, wie wir halt mit all den guten Dingen, die Sigmund Freud gebracht hat, glaube ich, vieles halt so dazu geführt hat, dass wir halt einfach schauen, was passiert in Menschen und uns immer so auf einen, eben auf den Punkt, auf den Menschen fokussieren, oder? Und was passiert da drinnen jetzt? Und weniger auf dieses, was ist das, was dazwischen passiert? Was ist das, was zwischen uns dreien jetzt passiert? Und in dem Dazwischen passiert ganz viel, oder? Wenn man jetzt nur auf mich fokussiert, nachher sieht man vielleicht mich reden und irgendwie gestikulieren, aber man sieht nicht, wie ihr auf all das, was ich sage, durch Nicken, durch Lächeln, durch Augenblinzeln oder Blinken, durch eine Reaktion von Irritation vielleicht reagiert. Und das finde ich einfach so faszinierend, weil in dem dazwischen, glaube ich, noch immer ganz viel Beobachtbares auch passiert. Und dann gibt es vielleicht auch noch so eine Ebene von Unbeobachtbaren, in dem, wie wir beobachten können mit den Mitteln, die wir im Moment haben. Und das finde ich einfach unendlich faszinierend. Vielleicht nur so ein kurzer Einwurf auch dazu, weil ich eben dieses Zoom aufnehme und mir auch überlegt habe, wie ist das dazwischen abbildbar? Ja? Und ich wechsle wesentlich mehr als sonst zwischen Galerie- und Sprecheransicht. Also, ich glaube, die meisten werden mit diesen Begriffen vertraut sein, ja? Um immer wieder auch diesen Unterschied sichtbar zu machen. Ja? Sehe ich die Reaktion der anderen oder nicht? Und diesen starken Fokus, den wir normalerweise haben, auf, sei es jetzt Menschen oder Dinge, als abgegrenzte Einheiten, die eher gegeneinander stehen. Also wer redet jetzt? Wie passt das zusammen? Und ja, und eben das ist so, das glaube ich nochmal, wir haben, glaube ich, so viel mehr Worte für das, was eben in einer Person passiert, oder also wir wissen es ja nicht einmal, zu passieren scheint irgendwie, ja. Oder vielleicht auch dann nur irgendwie so einen Ausdruck beschreiben, aber für dieses Dazwischen eben, da haben wir gar nicht so viel Vokabel dafür. Und das ist, ja, ist nur spannend, oder? Und da, wo wir keine Worte dafür haben, das sehen wir halt dann auch nicht so gut. Und der Dominik hat gerade gestern so einen TED-Talk gesehen, der da, glaube ich, irgendwie nur gut dazu passt, wo Sprachforscherin war das oder so, über, also darüber gesprochen hat, wie Sprache unsere Wahrnehmung forscht und unsere Wahrnehmung beeinflusst und mit dem, ja, wir natürlich anders auf Dinge blicken und so. Ich glaube, einfach jemand, der in Japan Musik macht, wird das ganz anders angehen, wie jemand, der jetzt da in der Schweiz Musik macht. Mhm. Ja, und das finde ich cool. Ja, in dem TED-Talk, was auch spannend war, also ganz viel spannend, was spannend war und vielleicht passt hier,
war, dass in Russland scheinbar haben die unterschiedliche Namen für Blau. Also das Spektrum, was wir als Blau, natürlich haben wir auch Hellblau und Dunkelblau, aber das generelle Spektrum, was wir für Blau anschauen oder sehen, da haben die zwei unterschiedliche Begriffe für gewisse Nuancen dieses Blaus. Und wenn man dann, also die haben das als Test, haben dann den Forschungsteilnehmenden, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwei Bilder gezeigt, wo das ganz, ganz leicht unterschiedlich war. Und bei den Kulturen, wo es nur ein Wort gibt für Blau, die haben nicht reagiert darauf. Und bei die anderen, die Unterscheidung hatten, zwischen diesen unterschiedlichen Blaus, also in Worten, die waren erstaunt, haben so eine so Reaktion von Erstaunen gezeigt, dass jetzt ein anderes Blau ist. Also, das konnten wir sagen, die sehen mehr dazwischen. Und für die wäre es irgendwie so nuancenreicher. Oder das, was du sagst, je mehr Worte wir haben für die unterschiedlichen, kann sagen, dazwischen oder für das Spektrum vielleicht, desto mehr sehen wir das auch. Also wir haben zum Beispiel, also wir sind ja in der lösungsfokussierten Welt- und Gesprächsführung sehr fasziniert und etwas, was wir da seit Jahren, seit 15 Jahren trainieren, ist so diese Sichtweise von Veränderung findet ständig statt. Und es geht darum, nützliche Veränderungen sichtbar zu machen und auch nutzbar zu machen. Und da gibt es zum Beispiel dann diese Idee von, wir schauen auf all das, was funktioniert und was auch, also jetzt schon bereits wieder besser vielleicht funktioniert oder wieder funktioniert, was vielleicht vor 2 Minuten noch nicht funktioniert hat. Und durch diese Differenzierung der Worte, wir haben zum Beispiel Zeichen von Fortschritt, also etwas, was wir das in Zukunft sehen könnten, was uns zeigt, dass wir auf dem Weg, Fortschritt zu machen. Mit den Worten, die wir da haben, haben wir natürlich eine ganz scharfe Sichtweise auf diese kleinen Veränderungen, die meistens, wenn Leute mit diesem Ansatz starten, sehen die das nicht. Weil die haben die Konzepte wie Problem, oder? Die haben dann Ziel vielleicht und dazwischen, also all das, was uns da fasziniert, an kleinen Veränderungen, die wir da sehen, für die wir auch Worte haben, das ist ganz schwierig für die, wenn die beginnen, das zu sehen. Und sobald die das dann beginnen zu sehen, wechselt sich auch die Faszination. Aber ich habe das Gefühl, für das brauchen wir Worte, für das Spektrum dazwischen, damit wir das auch entsprechend dann wahrnehmen können. Gibt so etwas im Menschen, so etwas wie einen Detektor fürs Dazwischen? Weil was mir jetzt auch so eingefallen ist, wie ihr erzählt habt jetzt über eure Arbeit auch und was da für neue Sichtweisen und Räume und so weiter sich auftun. Also ich kenne das auch gut und erlebe das auch gut in meiner Arbeit in der Mutmacherei und ich kenne es auch, dass es Menschen gibt, mit denen dieses andere dazwischen nicht entsteht. Das heißt, die sich selbst und das Gespräch oder den Input so stark als diese getrennten Einheiten oder Standpunkte wahrnehmen, wo ich mir das Gefühl habe, da geht eigentlich nicht viel auf. Ja? Also da merke ich nicht diesen lebendig werdenden Raum und mir fehlen die Worte, ja? case proven, wo eben so durch diesen, es ist ja nicht einmal der Austausch, ja? Es ist ja einfach dieses Hineintreten auch in diesen offenen Raum, was Neues entsteht. Mhm. Und darum auch die Frage, so was braucht es eigentlich, um das Erleben, Erforschen, Erfahren zu können? Oder haben wir einen Detektor auch, wenn dieser Raum gerade da ist und aufgeht? Mhm. Ja, und was macht es aus? Also ich finde das nur recht eine schöne Frage, was du da gerade stößt. Oder so, also was macht es aus in den Gesprächen oder Begegnungen, wo das da ist, dass es da ist? Also für mich gibt es da eine einfache, klare Antwort. Und also die wird so wie klar für mich durch das, was du auch sagst, Ira. Wenn du sagst, dieser lebendige Raum, sobald wir das Wort lebendiger Raum haben und wir sagen, wir möchten lebendigen Raum haben,
dann können wir das sehen oder auch nicht sehen. Wenn du ein lebendiger Raum, wenn wir das als Konzept hätten oder haben, vielleicht gibt es ja, das weißt du viel besser als wir wissen, im öffentlichen Raum, sagen wir, würden jetzt lebendiger Raum wollen im öffentlichen Raum, in der Stadt, in Wien, wo du lebst zum Beispiel, dann würden wir lebendigen Raum plötzlich sehen oder eben das Gegenteil, vielleicht dann toter Raum oder nicht lebendiger Raum. Und für mich ist, also wird immer wie klarer, also jetzt in meiner Weltsicht, dass Sprache, die Worte, die wir verwenden oder die Worte, die wir auch erfinden, ich glaube, wir können ja auch Worte erfinden, wie jetzt zum Beispiel lebendiger Raum, für das dazwischen, sobald wir die Worte haben, können wir sehen. Und können wir es auch erforschen, können wir das anstreben, können wir mit dem irgendwie umgehen, weil es sowieso, das wird dann so, hat dann so eine plastische, das ist ja das Virtuelle, und trotzdem bekommst du eine zwischen uns jetzt eine plastische Figur von, was könnte das heißen, lebendiger Raum. Und für mich ist, also ich glaube, dass wenn wir Worte haben, dann können wir es dazwischen sehen. Wenn wir keine Worte haben, dann sehen wir es tatsächlich nicht. Und das zeigen eben einige Studien von Sprachwissenschaftlern in Sprachen, wo es eben keine Worte für Dinge gibt. Und das ist, also finde ich hochfaszinierend, dass wir eben Worte erfinden können und mit dem die Welt verändern können, weil wir es plötzlich sehen. Das ist jetzt noch recht mega spannend, wie du das beschreibst, weil ich habe noch dazwischen gegoogelt. Ich habe gedacht, so, jetzt tue ich mal googeln. Und es war extrem eindrücklich zu sehen, dass sowohl in Kunst als auch in Raumplanung das dazwischen wirklich ein großes Thema ist. Und ich habe ziemlich ausnahmslos Dinge gefunden, wie ich nach dazwischen gegoogelt habe, neben Beschreibungen, wie man es schreibt, also so Duden-Geschichten und so, eben so in der, das Dazwischen in der Kunst, das Dazwischen in der Raumplanung. Und da hat es dann echt coole Projekte gegeben, wo ich so einmal kurz reingelesen habe, wo man mal so in einer Stadt herumgegangen ist und irgendwie so geschaut hat, eben so das Dazwischen im öffentlichen Raum, dann das Dazwischen im Treppenhaus und das Dazwischen vor der Tür und so und dann so mit diesen Perspektiven, die das angeschaut haben. Und eben in der Kunst gibt es einige Kunstwerke, die sich so auf dieses Dazwischen irgendwie fokussieren. Und was ist mit anderen Bereichen? Was ist mit dem Dazwischen in der Forschung? Was ist mit dem Dazwischen in der Wirtschaft? Was ist mit dem Dazwischen in, ja, einfach in anderen Bereichen? Das finde ich, also, ja, find ich spannend. Mir ist jetzt auch gerade eingefallen, was ist mit dem Dazwischen in dieser Form von Kommunikation, die wir jetzt in den diversen Lockdown-Zeiten und so weiter recht stark verwenden müssen? Ich denke mir, da gibt es auf der einen Seite diese Segnungen, die es jetzt uns auch möglich machen, uns zu unterhalten, ihr in der Schweiz, ich in Wien und so. Und was ich schon auch festgestellt habe und oft höre von Menschen, ist, es fehlt aber genau dieses, was dazwischen sonst halt im Büro stattfindet, nicht? Dass man sich irgendwo in der Kaffeeküche trifft oder beim Wasserspender und dieses ungeplante, unstrukturierte jetzt auch, glaube ich, wesentlich mehr Wertschätzung erfährt, ja, weil jetzt die Menschen merken, wie sehr es fehlt, wenn es nicht da ist. Und ich glaube, das ist im öffentlichen Raum genauso. Also die Notwendigkeit von einem Raum, in dem sich etwas entfalten kann, in dem man gemeinsam sein kann, wenn man nicht nur von A nach B, weil wir ja auch zu Orten oft diese Beziehung haben, da gibt es einen, wo ich bin und einen, wo ich hin will und die muss ich am schnellstmöglichen direkten Weg verbinden. Also das finde ich auch spannend da. Ja, eben, und wie viele Dinge passieren jetzt gerade so beim Spazierengehen und gerade so in Bezug auf die Corona-Zeit. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten die Woche und dann sage ich so, ja, wie es seiner Mama so geht und die ist so rechter Soziale und dann so habe ich so gesagt, ja, also ich hätte jetzt so vielleicht die Annahme, dass ihr einfach auch das fehlt, dass sie irgendwie dann so die Leute treffen kann. Und er sagt dann so, ja, weißt du, sie gehen, also die Mama und der Papa, die gehen halt jeden Tag spazieren und beim Spazieren treffen sie dann die Leute und da reden sie dann miteinander, oder? Und das ist so, das ist eben dieser Raum dazwischen, zwischen den Häusern, zwischen, also ja, zwischen irgendwo
ja, wo es möglich ist, dass wir uns begegnen, dass wir uns treffen, dass wir dann reden. Und der ist halt jetzt eben weg vom Büro hin, mehr ins Freie gelagert im Moment, wann es schön ist und wo es dann, also wo es diese Möglichkeiten gibt von Begegnung und aber nicht mehr so, ja, eben in dieser ungeplanten Weise, wo ich weiß, okay, ich kann halt, also wenn ich ins Büro gehe, dann werde ich wahrscheinlich die Ira irgendwo treffen und dann können wir kurz eine Minute was plaudern. Sondern dann muss ich halt jetzt sagen, hey, Ira, wann hast du Zeit? Und ja, müssen wir einen Termin abmachen. Und das ist halt, ja, einfach schon anders, ja. Es gibt ja sogar den Begriff von der Zwischengespräche. Also gibt es sogar einen Begriff jetzt für was anderes, aber Zwischengespräche. Was mich jetzt auch so fasziniert von dem, was ihr sagt, ist so diese, das, also das, was macht das dazwischen, dazwischen, und man könnte es ja auch oft jetzt ja auch so als Rahmen, so ein Rahmen, der da vorhanden sein muss, dass eben das dazwischen auch möglich sein kann, beschrieben, also Freiraumstudien zum Beispiel, wenn sie erforschen, was, ja, wie kann Freiraum gut genutzt werden, dann zeigen eigentlich all diese Studien, dass Freiraum dann gut genutzt werden kann, wenn es einen klaren Rahmen gibt, in welchem ich Freiraum haben kann. Also eigentlich paradox, oder klare Struktur, in der dieser Freiraum stattfinden kann. Oder jetzt auch bei jetzt, dieser Zeit, in der wir jetzt im Moment leben, wo wir uns nicht so treffen können, da müssen wir klar das dazwischen planen. Sagen wir planen da die Kaffeepause auf Zoom zum Beispiel, und machen dann einen Breakout-Raum, wo das dazwischen stattfinden kann. Also das ist so diese Paradoxie irgendwie. Und trotzdem, das passt ja auch zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, zu diesem gemeinsamen, respektive dieser, kann man sagen, dritten Sichtweise, eben nicht das eine oder das andere anzuschauen oder das dazwischen, sondern eben die Kombination, die es eben da braucht, damit es dazwischen entstehen kann. Und das, ja, hat mich jetzt gerade fasziniert, dass du das gesagt hast, Ira, mit dem, dass eben nicht einfach mehr so stattfindet, müssen wir wie neu, das dazwischen wie neu organisieren, im zwischenmenschlichen Kontakt. Ich finde das nur so spannend, weil du so das Weltall ja immer sehr schön im Fokus hast, Ira. Und jetzt, ich habe so das Gefühl, wenn man jetzt so auf das Räumliche dazwischen schaut, dass wir oft sehr geneigt sind, irgendwie so den Raum zu füllen und irgendwie das dazwischen irgendwie so vielleicht so voll zu stopfen irgendwie oder halt ja, eben zu füllen. Und im Weltraum tun wir das ja eigentlich gar nicht so, oder? Was ist da so das dazwischen, was... Also du hast vorher so die Schwerkraft ja gesagt, aber da, also ich glaube, da gibt es ja noch viel mehr dazwischen irgendwie auch so. Also ich habe so ein bisschen auch auf der, ich sage jetzt einmal einfach in physikalischen Ebene auch drüber nachgedacht. Zwar nichts gegoogelt, aber heute beim Frühstück, ja, habe ich mir dann auch gedacht, okay, dazwischen ist auch das ganze elektromagnetische Spektrum. Ja. Ich sitze da jetzt und habe so das Gefühl, ja, da ist einfach Luft und die nimmt man ja eigentlich auch nicht wirklich wahr. Nicht? Und die hat aber irgendwie auch eine bestimmte Qualität und Zusammensetzung. Und dann ist da irgendwie dazwischen quasi noch die diversen Wellen, die da kommen, sei es jetzt von technischen Geräten, sei es aus dem Universum. Und für die wir im Grunde genommen auch nur Begriffe haben, eigentlich, wenn wir dazu Fachleute sind. Ja, die können das dann genau benennen und so, aber im Alltagserleben und im Alltagssprachlichen ist es eigentlich kaum vorhanden. Mhm. Und wie ihr jetzt gesprochen habt, sind mir dann auch diese Bilder eingefallen von dem Rein- und Rauszoomen. Da gibt es doch diese tollen Videos auf YouTube, nicht, wo es auf der einen Seite immer mehr hinausgezoomt wird ins Weltall und auf der anderen Seite mit dem Elektronenmikroskop oder so. Und auf der einen Seite die Ähnlichkeit dieser Mikro- und Makrostrukturen und auf der anderen Seite aber auch, also ich finde so, das Verbindende ist, je genauer man hinschaut, desto mehr kommt man drauf. Es ist eigentlich immer unglaublich viel Platz dazwischen. Es ist quasi immer mehr dazwischen als jetzt Materie oder Sache oder wie auch immer.
Und sie finden ja auch immer noch neue Teilchen. Also das Atom ist ja nicht mehr das kleinste Teilchen und so weiter. In CERN werden jetzt ja ständig neue Teilchen gesucht, gefunden. Und also so dieses Erforschen, Erfahren des Dazwischen als auch als was sehr Prozesshaftes, das scheint nie abgeschlossen zu sein. Ja, da gibt es immer noch eine Ebene und vielleicht auch noch ein Wechseln der Betrachtungsebene. Also so, wie du, Dominik, vorher mal erwähnt hast, wir haben die Wahl, das finde ich auch total spannend. Mhm. Wo schaue ich hin? Ja, auch zu sagen, okay, ich muss vielleicht immer wieder hinschauen, auch wenn ich jetzt meine Lieblingsbetrachtungsweise vielleicht gefunden habe, weil es könnte sich inzwischen auch geändert haben. Also wo ich auch so den Eindruck habe, wir wachsen ja auch ein bisschen mit den Möglichkeiten, mit den kulturellen Errungenschaften, den technologischen Errungenschaften und bekommen dadurch auch immer wieder die Chance auf neue Einblicke. Das finde ich noch spannend. Das ist so wie nur eine zusätzliche Dimension, irgendwie so das Räumliche, oder wo zwei Punkte oder mehrere Punkte irgendwie sind und das dazwischen, das Zeitliche. Und dann aber so dieses Prozesshafte dazwischen. Und es gibt immer nur mal ein Dazwischen, oder? Also es gibt ja so dieses, ich glaube, der Uni-Professor, der mal so dieses Glas gefüllt hat und gefragt hat, oder hat er so große Steine reingeben und dann gesagt, hat da noch was Platz? Und dann haben alle gesagt, nein, da hat nichts mehr Platz. Und dann nimmt er kleinere Steine und dann nimmt er Sand und am Ende noch Wasser. Und irgendwie, es hat immer noch irgendwas dazwischen Platz. Und ja, das ist, das finde ich eine spannende Dimension. Ja, also diese Raumidee, das gesagt, dass da im Weltall ja viel mehr dazwischen ist, wie zwischen den Dingen, die da irgendwo rumschweben. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelernt, wenn ich das richtig zitiere, dass da die Andromeda-Galaxie mit unserer Galaxie kollidieren wird in ein paar Milliarden Jahren und sich da bei dieser Kollision kein einziges Teil berühren wird, mit großer Wahrscheinlichkeit, also so laut Berechnung, weil es eben so viel dazwischen gibt. Also es kollidiert, aber es ist kein einziger Planet oder Stern oder was auch immer es da gibt, wird sich berühren und treffen. Und das hat mich dann so fasziniert, weil das ist ja der Wahnsinn, das Wort kollidieren, oder? Damals gefühlt, da treffen wirklich zwei Dinge aufeinander, aber die haben so viel Platz, dass eben, und trotzdem macht es einen riesen Unterschied wahrscheinlich, also ich kenne mich da zu wenig aus, ein riesen Unterschied, uns wird es dann schon lange nicht mehr geben und wir werden das nicht mehr sehen, aber so in dieser Vorstellung, und da dieser riesen Raum eben dazwischen und wenn Elfi so diesen Raum der Möglichkeiten, ich finde das Wort so schön, dann lohnt es sich, glaube ich, wie ich so diesen, ich glaube tatsächlich auch bei allem anderen wahrscheinlich diesen riesen Raum dazwischen, den wir einfach nur sehen lernen müssen. Und was jetzt in dem Beispiel noch extrem cool finde, ist so sehen, oder die Vorstellung, wenn da jetzt noch so ein paar andere Planeten dazwischen reinkommen irgendwie oder vielleicht eine andere Sonne, keine Ahnung, ja. Aber das macht natürlich schon ganz viel, auch wenn sie sich nicht berühren. Aber durch das, dass du dazwischen was anderes hingibst, was jetzt vorher nicht da ist, wird ganz was anderes auch mit dem entstehen, was da ist oder aus dem werden. Das ist so. Ja, es ist, also bei uns haben sie jetzt gerade da so um die Ecke ein neues Haus gebaut zum Beispiel, ja, und ich habe mir dann immer so vorgestellt, oh, da wird so ein Betonblock hinkommen und habe fürchterlich in meiner Vorstellung und jetzt haben sie da wirklich mega schöne so Holzfront gemacht und das fügt sie so schön ein und da gibt es jetzt so ganz viele Ebenen von dazwischen, meine Vorstellung, wie sie angefangen haben und dann, was dazwischen passiert ist so und die Freude oder so. Und dann ist aber auch die Grünfläche weg, also da steht jetzt was, aber es fügt sich irgendwie schön ein, was jetzt da ein schönes, also da haben sie jetzt was Feines gemacht. So. Aber das, also es müsste jetzt für mich nicht unbedingt da stehen, aber ja, es ist so ja, es macht einfach was mit meinem Blick, wenn ich da jetzt hinschaue. Also es ist irgendwie, es lenkt da so dieses, es lenkt meinen Blick hin durch das, dass jetzt da ist, wo vorher nicht mein Blick hingelenkt worden ist. Es ist dieselbe, es ist ja immer die Berge und die Wiesen und alles ist noch immer gleich, oder? Und trotzdem ist irgendwo
durch das, dass sie da was verändert hat, in dem dazwischen, fokussiert mein Blick woanders hin im Moment. Das zwischen dem dazwischen macht ein anderes dazwischen. Ja, genau. Dominik, über dieses dazwischen, dem dazwischen, habe ich heute unter der Dusche nachgedacht, weil da ist mir eingefallen, dass ja dazwischen, also wir sprechen jetzt viel über das dazwischen quasi als relativ leeren, aber potenziell sehr lebendigen Raum. Und dann ist mir eingefallen, dass ja zumindest jetzt wir Menschen auch die Neigung haben, dazwischen etwas ganz Konkretes zu setzen, reinzutun. Mir ist auf der einen Seite eingefallen, die Zwischenzeit bei den Skirennen zum Beispiel, also da irgendeine ganz künstliche Marke einzuführen, ja, weil irgendwie da vielleicht sonst diese Strecke mit nichts Messbarem zu lang wird oder so. Und dann habe ich auch das Bild gehabt von Hürdenläufern. Und habe mir gedacht, was ist das eigentlich, was es jetzt vielleicht auch so beim Gestalten und unseren, wie soll ich sagen, psychologischen Herangehensweisen, ja, also gibt es auch eine Freude daran, etwas dazwischen zu stellen und das zu überwinden? Weil man könnte ja sagen, naja, warum, wozu stellen Sie dir ein Hindernis hin? Die könnten einfach nur so einen 100-Meter-Lauf machen oder so. Aber da muss es ja den Grund geben, dass das irgendjemand erfunden hat. Und was passiert da auch an, also an Reiz des Umgehens mit dem, wenn was dazwischen ist und oder im Weg steht oder im Weg gestellt wird? Also, das Zwischen, dem Dazwischen. Ja, wären vier Sportarten, wären weniger spannend, wenn es das Dazwischen nicht gäbe. So Hochsprung, das ist, kein, ist nicht so lustig. Naja, oder vielleicht auch das neue Verbindungen herstellende, weil mir ist dann auch, jetzt rede ich wirklich wie die Blinde von der Farbe, quasi aber Fußball eingefallen und da traue ich mich das überhaupt zu sagen, weil ich nichts davon weiß, aber immerhin, die rennen ja mehr oder weniger alle hinter einem Ball her, ja, und, und der macht aber einen riesen Unterschied. Ja, und mir hat das aber auch gezeigt, wie unglaublich komplex dieses Dazwischen auch sein kann. Ja? Weil wenn dieses Denken, es gibt quasi nur die Akteure und vorhersehbare Dinge, die da passieren, vorhersehbare Austausch, dann müsste eigentlich jedes Fußballmatch gleich sein. Ja? Und man dachte, und da spielen aber so unglaublich viele Faktoren hinein, die das zu so einem komplexen Geschehen machen. Und dann habe ich mir eben auch überlegt, ja, könnte man das rein theoretisch jetzt in Einzelfaktoren zerlegen oder gibt es da immer was, was dazwischen bleiben wird, was sich auch diesem menschlichen Eingriff entzieht? Fragezeichen. Ja. Gedanken unter der Dusche. Das finde ich ganz spannende Gedanke, weil viele Dinge so funktionieren, dass eigentlich nichts dazwischen ist und wir stellen da was dazwischen, um es spannender zu machen oder was auch immer. Also wenn so an psychologische Theorien denke zum Beispiel, da gibt es ja ganz viele, die kreieren, also kreieren, sage ich ganz gezielt, sprachlich kreieren die Blockaden und Hürden, da muss ich die Blockade sehen und die Hürde sehen, sämtliche Persönlichkeits-, quasi inneren Konzepte funktionieren so, oder man sieht Verhalten, jemand tut was oder füllt einen Fragebogen auf eine gewisse Art und Weise aus und dann wird dann ein Dazwischen, also quasi Inneres zwischen dem, was ich tue und so dem Körper sozusagen, wird dann so ein inneres Konzept entwickelt. Ah, dann die Struktur, dann bist du ein so einer oder so eine, wenn du das, oder? Aber eigentlich, was wir sehen Verhalten und dann erfinden wir oder erfinden die Konzepte, erfinden dann was dazwischen, was dann Sinn zu machen scheint. Das hat es also hunderte lang, jahrtausende lang nicht gegeben. Und jemand erfindet es, dann gibt es das, dann sehen wir das natürlich, oder? Und ich glaube, dass ganz viele Probleme in der Welt genau deswegen entstehen, weil eben irgendjemand so ein Dazwischen erfunden hat, das jetzt eben scheinbar dazwischen steht, dass es aber nur gibt, wenn ich so hinschaue.
wenn wir da anders hinschauen, da ist es überhaupt nichts, dann kann ich einfach frei gehen sozusagen, weil das ja alles nur sprachlich konstruiert ist. Und aber ganz viele Leute leiden darunter, oder? Dass sie eben jetzt im Persönlichkeitstesten so jemanden sind, nicht so jemand, oder? Sternzeichen. Sternzeichen, ja, was auch immer es gibt, oder? Das ist dann ganz, ganz schlimm, weil jemand, und wir alle, viele glauben dann das, oder? Das ist auch ganz schwierig, weil es ja tautologische Ideen sind, das auch zu widerlegen oder zu falsifizieren. Aber das dazwischen kreiert, und das macht ganz, schafft nicht nur ganz viel Spannung, wie im Sport oder in anderen Elementen, aber auch ganz viel Leid, glaube ich. Dass Leute da wegen dem, was dazwischen eben hingestellt wird, sprachlich, vielfach leiden. Und ich habe mir heute, weil wir so einen Spaziergang waren, überlegt, wenn es das Wort Tod nicht gäbe, zum Beispiel. Wir haben ja Leben und Tod, oder? Wenn es einfach nur, sagen wir, nur Leben gäbe, das umfasst alles, das vor der Geburt und nach der Geburt ist einfach Leben, wir müssten viel weniger leiden, als Beispiel. Oder? Dann ist aber also eine Auseinandersetzung mit einem sprachlichen Konstrukt eigentlich, das wir dazwischen gestellt haben oder bekommen haben, dass dann das Leben so schwierig macht und auch teilweise so einfach, weil was ein sinnvolles Konstrukt dazwischen eben ist. Und das ja, ist also hochfaszinierend, wenn es so anscheinend. Ja, mir erinnert das so nur an diese Facette, die wahrscheinlich jeder schon einmal gehört hat oder die allermeisten irgendwie, ja, du musst zwischen den Zeilen lesen, oder? So, und ja, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, ja, das ist eh klar, aber das ist nicht ganz klar, weil das musst du ja zwischen den Zeilen lesen. Und was heißt das eigentlich, zwischen den Zeilen lesen? Das heißt eigentlich, hey, denk da irgendwas aus, was die andere Person vielleicht eigentlich wirklich meinen könnte, weil sie sagt nicht genau das, was sie meint irgendwie. Und dann musst du jetzt irgendwas tun, dass du vielleicht die Person irgendwie verstehen kannst. Also lies doch zwischen den Zeilen. Das ist so... Also recht eine interessante Idee eigentlich, so du musst glaub nicht das, was dir die Leute eigentlich sagen, weil die sagen, also irgendwie ist so eine Annahme für mich da drinnen, oder? Wir können gar nicht sagen, was wir eigentlich wirklich sagen wollen, und darum müssen wir beim Zuhören noch neben dem Zuhören zwischen den Zeilen lesen und erfinden, was eigentlich wirklich gemeint sein könnte. Ja, und das ist immer der Detektor, den du gefragt hast, dir, oder? Sobald wir das sprachliche Konstrukt, die Idee haben, dass wir eben dass wir zwischen den Zeilen lesen müssen oder dass es Zwischentöne gibt oder dass wir immer vom Wort da wählen, dann ist natürlich so, bing, oh, da ist was, jetzt habe ich es gesehen, also wie ich kenne das Wort, ups, jetzt sehe ich das und dann muss ich irgendwie reagieren. Was wollte uns der Dominik da jetzt sagen damit, Ira? Du, ich kann dir sagen, was es bei mir ausgelöst hat. Ich habe jetzt bei euch beiden, was ihr gesprochen habt, plötzlich so eine ganz tiefe Welle von Dankbarkeit empfunden. Mhm. Jetzt nicht nur für unser schönes Gespräch, ja, aber auch, weil mir irgendwie so klar geworden ist, also diese dazwischen, die wir da aufbauen, die können zum Teil extrem hinderlich oder auch destruktiv sein oder so. Und gleichzeitig habe ich aber diese Dankbarkeit gespürt, weil ich sie plötzlich so als wie ein Schritt auf einer Leiter wahrgenommen habe. Das heißt, immer ein Schritt zu einer möglichen weiteren Entwicklung. Und bei der Leiter aufsteigen ist auch, ja, es ist anstrengend, den nächsten Schritt zu machen. Es steigt vielleicht die Höhenangst und so weiter. Aber wenn ich dann oben stehe, dann... komme ich entweder der Glühbirne, die ich auswechseln will, näher oder dem schönen Ausblick oder so. Mhm. Und das also auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, jetzt Klimmzüge auch für die mentale Entwicklung zu sehen, nicht nur beim Individuum, sondern das hat ja auch wieder Auswirkungen auf das Dazwischen, auf die Interaktion. Also das hat mir jetzt irgendwie so, ach ja, dann nehme ich dann lieber in Kauf diese extrem Sachen dazwischen, ist manchmal gibt. Ja, also mit dem, was du jetzt sagst, so, da wird für mich noch einmal so sichtbar, oder auch wenn wir einen Konflikt haben, sagen wir ja oft, hey, zwischen uns steht einfach im Moment irgendwas. Also, ich weiß nicht, meistens sehe ich es nicht, aber das, was vielleicht dazwischen steht, ist eben eine nicht nützliche Co-Konstruktion von dem, was da gerade passiert. Mhm. Und wir haben
halt schon die Möglichkeit, und die haben wir jederzeit, eine nützlichere Sichtweise auf etwas zu finden. Und ich glaube, ganz viele Sichtweisen auf dazwischen, wie wir jetzt so besprochen haben, die können sehr öffnend, raumgebend, Möglichkeiten geben, handlungsbefähigend sein. Und andere, eben wenn man so auf dieses zwischen die Zeilen lesen, das analysieren, was zwischen uns steht und wie wir das wegbekommen, die können manchmal auch eher handlungshemmend sein. Und und da so immer wieder mal auch für sich selber zu prüfen, hey, habe ich da jetzt eine nützliche Idee, eine, die für mich nützlich ist, und wenn ich irgendwie so feststelle, nein, einfach mir zu fragen, hey, wie könnte ich da jetzt zu einer nützlicheren kommen, ja, und im Idealfall zu einer nützlicheren, die nicht nur für mich nützlicher ist, sondern auch eben für das Dazwischen. Und so dieses Bild, das ist für mich jetzt so sehr kräftig. Also jetzt so, eben wenn ich mit dir über Weltall rede, Ira, ist das sowieso immer irgendwie so, okay, dass er bereichert mit Weltraumgedanken weg und so mit dem Dominik, was du gesagt hast, oder mit dieser Kollision. Und so, okay, wann da jetzt eine zusätzliche Sonne dazukommt, oder auch wenn da vielleicht irgendwie zwischen die Sonne ein anderer Planet kommt, nachher ändert sie und wer weiß, was in Milliarden Jahren ist, sowieso, aber eine Konstellation ändert sich und mit dem verändert sie ganz viel im Dazwischen. Mhm. Und aber auch jetzt am Planeten Erde selber vielleicht, ja. Und das heißt auch, wenn ich auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder eine nützlichere Interpretation, eine nützlichere Konstruktion, was immer man für Wort verwenden mag, eine nützlichere Sichtweise auf das finde, was da gerade zwischen uns passiert, dann wird sich nicht nur bei mir was ändern, sondern auch bei der anderen Person und ihm dazwischen. Und das, ja, das finde ich so recht eine kraftvolle Metapher, sich das auch so vorzustellen, wie sich räumlich oder zeitlich was verändert, wenn was anders ist. Und das hat sich übertragen auf eher so abstrakte Dinge wie einen Konflikt. Mhm. Ja, für mich gibt es so diese Dankbarkeit, die du erwähnt hast, Ira. Und das, was du sagst, wieder dieses Möglichkeit, da mitzugestalten, das dazwischen eben zu gestalten mit einer anderen Sichtweise oder auch mit Worten, vielleicht so diese Überlegung, was möchten wir eigentlich in Zukunft, also fürs Dazwischen, und welche Worte wird das beschreiben, und sobald wir die Worte haben, wird das, also gerade wenn wir das teilen mit anderen, diese Worte oder diese Bedeutung, die wir da ständig miteinander kreieren, so wie wir es haben, wird sich das dazwischen auch formen, weil wir ja da einen Begriff haben, den wir anstreben können oder den wir gerne hätten. Und ja, so das Dankbarsein, dass wir das dazwischen gestalten können. Und zwar, glaube ich, unabhängig davon, was wirklich, falls es was gibt, was dazwischen wäre, was dazwischen ist. Und ich habe noch Dankbarkeit, um da noch kurz zu bleiben, und ich spüre so eine ganz tiefe Dankbarkeit für das, was also in jeder Begegnung auch zwischen uns ist. Und also das ist so Ira, wo wir uns kennengelernt haben. Es war so vom ersten Moment irgendwas dazwischen, was es irgendwie sehr freudefunkelnd gemacht hat, und also mit Dominik in der Dreierkonstellation ist es einfach, da ist immer echt was Cooles dazwischen, und da kommt immer was so mit in die Zukunft, und das finde ich extrem schön und bereichernd. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe jetzt gerade gedacht, ich glaube, dieser lebendige Raum geht da immer so wunderschön auf. Das ist also eben vorher auch gedacht, ich spüre das irgendwie auch körperlich. Ja? Also wenn ich merke, wie fühlt sich das in mir drinnen an, jetzt in diesem Gespräch, wo wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Ja? Keinen roten Faden vorgelegt haben, aber wo ich denke, das ist so extrem vertrauensvoll auch. Ja? Es fühlt sich so, es geht so auf irgendwie. Ja? Und in meinem Hirn
feuert ohne Ende. Das ist extrem inspirierend. Für mich ist jetzt wieder diese Frage aufgetaucht, weil ich ja so eingangs gesagt habe, ist es eigentlich das dazwischen als Hauptwort oder als, was das dann überhaupt ist, oder auch die Frage nach einem möglichen Zeitwort. Ja, also kann man das auch, weil Dominik, jetzt du auch das Gestalten des dazwischen angesprochen hast und so nicht, also frage ich mich, wie weit können wir das dazwischen auch machen und sollen wir das? Ist das gut eigentlich für uns mit dem dazwischen oder ist das einfach da und wir sollten es besser in Ruhe lassen? Und ja, also so, ich glaube speziell die Frage nach dem Verb irgendwie, die beschäftigt mich gerade. Ich glaube schon in dem, also was du jetzt gerade so sagst, also mir wird so, für mich wird so sichtbar, es gibt so viele verschiedene dazwischen, so wie der Dominik das jetzt da so schön mit diesem Vergleich vom Messen vom Ludwig Wittgenstein gesagt hat. Ich glaube, es gibt dazwischen, die lohnen sich total hinzuschauen. Es gibt dazwischen, die lohnen sich gar nicht erst co-zu-konstruieren. Und dann gibt es dazwischen, die lohnen es zu pflegen, so, weil sie da sind. Und ich glaube, dann gibt es vielleicht dazwischen, wo es sich lohnt, die zu planen. Und es gibt dazwischen, die sie vielleicht auch mal lohnen, zu befüllen. Und also eben mal nicht so, also so setzen lassen, dann denke ich mir, sie haben mir wieder mal zu fragen, welches dazwischen ist es? Und was ist so, welche Rolle spielt vielleicht dieses Dazwischen auch fürs Ganze? Also so, ich finde das so, dieses Wort Gesamtkomposition finde ich noch schön, oder? Und also und mich hat auch so diese lebendige, also dieses Lebendige, was du so angesprochen hast, Ira, noch extrem, also da habe ich so sehr resoniert damit und so zu merken, ja, ich glaube, überall, wo im Dazwischen Lebendigkeit entsteht, kann es sich vielleicht lohnen, ja. Und vielleicht mit der Lebendigkeit Handlungsfähigkeit. Vielleicht so ein Schlussgedankenrunde noch zur Zukunft. Das würde ich noch spannend finden, weil wir uns ja in unserem Tun auf sehr ähnliche und doch sehr unterschiedliche Weise auch mit der Zukunft, mit diesem Gestalten der Zukunft und auch, wie kann ich die Zukunft oder den Weg dorthin so gestalten, dass es die bestmögliche Zukunft wird, beschäftigen. Und welche Rolle das dazwischen da spielt, wir ihm geben können oder wie auch immer. Was mir jetzt da gerade einfällt, ist so zum Beispiel jetzt im Coaching oder in Trainings oder so, also sehr von einer sehr konkreten Ebene, ist es ja die Dinge, die wichtig sind, also wenn jetzt jemand kommt, weil in einem Coaching, dann gehen wir mal davon aus, dass die vielleicht irgendwas anders gern hätten in ihrem Leben. Und das, was wir im Coaching-Gespräch tun, das hat vielleicht hoffentlich dann eine Auswirkung auf das, aber die Dinge passieren ja nicht im Gespräch, sondern die passieren dann zwischen den Gesprächen, wenn wir mehrere haben. Ja. Und da aber auch schon im Gespräch oder als in einem Training, wenn wir Führungskräftetraining machen, dann ist das, also wir sagen immer, ja, wir freuen uns, wenn ihr begeistert aus dem Training rausgeht und sagt, wir haben da super 2 Tage gehabt, also dann ist das eine nette Sache. Aber was uns eigentlich wirklich wichtig ist, ist, dass uns ihr noch beim nächsten Modul erzählt, was ihr in der Zwischenzeit gemacht habt und dass das nützlich war und einen Unterschied gemacht hat, ja. Und im Idealfall ist es beides natürlich, aber jetzt, genau, weil also da, wo die Dinge passieren, das ist eigentlich jetzt so gesehen in diesem Dazwischen in unserer Arbeit und da dieses Dazwischen immer wieder zu erforschen und zu sagen, hey, was tust du denn dann anders, wenn das, was du dir wünschst, mehr da ist oder was du dir erhoffst, mehr da ist oder ganz da ist? Und woran würden es andere erkennen? Und was wäre dann eben vielleicht sonst noch anders in deinem Leben? Und wie wirkt sich das auf dein Handeln aus?
Das finde ich, also jetzt so in Verbindung mit dem, wie wir arbeiten, so immer wieder dieses Erforschen von dem dazwischen, die Aufmerksamkeit drauf zu legen und dann in diesem dazwischen, wenn wir dann dort sind, immer wieder mal innezuhalten und zu schauen, hey, was ist denn schon, geht denn schon so ein bisschen in die Richtung, wie ich mir es wünsche? Und das zu erkennen dann und zu verstärken und zu feiern und ja, dann mit noch mehr Leichtigkeit in die gewünschte Veränderung zu sausen irgendwie. Ja, das war was Spannendes, also zwischen jetzt und der Zukunft liegt dazwischen. Und all das dazwischen ist in der Zukunft. Und das ist also faszinierend, oder dazwischen, also wenn man das anschaut, zwischen jetzt und irgendwann, wenn man das dazwischen anschaut, ist alles Zukunft. Und jetzt kommt natürlich darauf an, welche Perspektive ich da draufsteige. Wenn ich sage, jetzt bin ich immer im Jetzt, da kann ich ja das dazwischen ist ja dann nie real. Dann kann ich darüber sprechen. Und dann bin ich ja eben trotzdem immer im Jetzt. Vielleicht, wenn man es so anschaut. Ich glaube auch, das, was du gesagt hast, Elfi, so diese, ich würde es vielleicht so sagen, was im Gespräch geschieht, oder was in Gesprächen geschieht, ist so eine, was geschehen kann, ist eine sinnvolle Benennung, eine sinnvolle Schaffung von Bedeutung. Eben, wir möchten lebendigen Raum in Zukunft. Und da könnte man überlegen, jetzt wie könnte dieser lebendige Raum morgen im nächsten Gespräch aussehen? Was würde ich da beginnen zu entdecken? Und die Wahrscheinlichkeit sei groß, dass ich im nächsten Gespräch diesen lebendigen Raum, dem zumindest auf die Suche gehe und dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch Elemente davon finde. Und ich glaube, das ist so in dieser Gesprächsoptik. Ich glaube aber auch in anderen Themen, also in Umweltthemen, Klimathemen, aber auch so, vielleicht zwischenmenschlich in dieser Situation, der wir momentan sind, weil ja ganz viele auch unzufrieden sind, weil es da Regelungen gibt und die einen, weil es zu viel und die anderen, weil es zu wenig Regelungen gibt. Und vielleicht auch da so diese Frage nach, welche Begriffswelt möchten wir da in nächster Zukunft, dazwischen, nicht in 5 Jahren, sondern ab morgen bereits schon, und welchem lebendigen Raum sozusagen möchte ich da auf die Spur gehen? Ich bin einfach aus Erfahrung und auch weil es einfach Sinn macht, so überzeugt davon, so wenn wir diese Begriffe haben und wenn wir das eben im Dialog bleiben, über das Dazwischen und wie wir das gerne hätten, dass dann das einfach sehr viel wahrscheinlicher wird, dass es in diese Richtung geht. Ich glaube, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, lieber Dominik. So auf der einen Seite dieses Gespräch und die wunderbaren Dinge, die mir es jetzt gebracht hat, mit in den Alltag zu nehmen, damit in die Gegenwart und in die ständig beginnende und sich entrollende Zukunft. Und auch im Dialog zu bleiben. Wir können ja schauen, was macht das dazwischen? Und inzwischen weiter mit uns. Und vielleicht haben wir ja Lust, irgendwann mal darüber weiterzusprechen und zu schauen, was dazwischen passiert ist und wie es uns verändert hat. Sehr gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin bereichert, beschenkt, beglückt von unserem Gespräch. Für mich hat sich ganz viel an Neuem dazwischen aufgetan. Und ich bin einfach urdankbar, dass wir das gemeinsam tun konnten. Danke, dass ihr da wart. Oh, sehr gerne. Danke vielmals, Ira. Wie immer ein Freudenfeuerwerk mit dir. Danke vielmals und wunderbares Dazwischen, übers Dazwischen. Alles Liebe für euch. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao, danke.